dann tritt alles, was neben 60 ist, in den Hintergrund. Wenn es Zeit ist, den Abschied zu nehmen, dann zählt nur mehr das, was wichtig ist. Wie wir miteinander in Kontakt bleiben können, wenn der Abschied vollzogen ist. Und wie wir aneinander Anteil nehmen können, obwohl wir einander nicht mehr sehen, berühren, hören werden. Als der Abschied vor der Tür stand, hat Jesus Christus ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen der Liebe, der Versöhnung, der Gemeinschaft und ein Zeichen des Friedens. Er hat das Abendmahl gestiftet und seinen Hinterbliebenen, den Jüngern, damals und heute klar gemacht, dass er sein Leben gibt, damit wir einen neuen, einer versöhnten Gemeinschaft mit Gott angehören können. Herr unser Gott, weil wir darauf vertrauen, dass du uns in Jesus Christus vergibst und einen Neuanfang möglich machst, bitten wir dich, segne nun jetzt unsere Gemeinschaft durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir wollen miteinander singen, das Lied 221, die Strophen 1 und 2. Thank you.
von dieser Liebe zu überzeugen. Das ist manchmal mehr, als wir verstehen und manchmal mehr, als wir ertragen können. So lässt du uns spüren, wie wertvoll und wichtig wir sind. Und wir spüren, dass uns dieses Wissen eigentlich gut tut. Gott, wir bitten dich, leg deinen Heiligen Geist auf uns, dass unsere Herzen weit werden hier und jetzt, damit auch wir die Kraft finden, andere Menschen vorbehaltlos zu lieben, sie wertzuschätzen und anzunehmen, so wie sie sind, und ihnen Gutes zu tun, wenn du sie in unseren Weg schickst. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Bis der Herr wiederkommt, in Herrlichkeit. Gott, weil wir glauben, dass du dir jetzt unser Leben veränderst mit deinem Wort, beten wir zu dir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Da stellt sich berechtigt
Warum hat sich nichts geändert? Wie können wir als Christen und Christinnen deine Gegenwart in unserem Leben feiern, solange wir deine Menschen von der Fülle, die wir selber genießen, ausgrenzen? Wie können wir von dir und deiner Liebe reden und gleichzeitig die Grenzen Europas dicht machen und Menschen bewusst im Mittelmeer ertrinken lassen oder in die Folter zurückschicken und gleichzeitig von einem gelingenden Leben für alle sprechen? Wie können wir Abendmahl feiern, Versöhnung und Gemeinschaft mit dir und deiner Schöpfung und gleichzeitig tatenlos, unempört zusehen, wie Barbarisches zugeht auf dieser Welt? Sollten wir nicht öffentlich die Frage stellen, Gott, hast du die Welt verlassen? Hat Jesus Christus diese Erfahrung gemacht, von Ohnmacht im Garten Gethsemane, als er seine Freunde gebeten hat, mit ihm zu wachen, aber die waren leider zu müde und zu bequem und sind eingeschlafen, anstatt diese Ohnmacht und Angst mit ihm zu teilen? Hat Jesus diese Erfahrung gemacht und hat er sie dann überwunden? Für mich als bekennende Christin hat Jesus seine Ohnmacht überwunden. Er hat im Vertrauen darauf, dass das Gute in uns Menschen siegen kann, wenn wir es zulassen und wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen, überwunden. Er hat diese Ohnmacht überwunden, weil er daran glaubt, dass das Gute in uns Menschen anklingen kann. Wenn wir Opfer bringen, die den Egoismus und den Tod besiegen und so vom Leben künden. Amen. Ihr habt vorher von uns ein Liedblatt bekommen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Ohne diese Botschaft, diese Kräftigung durch Gottes Wort können wir es nicht schaffen, uneigennützig Opfer zu bringen. Thank you.
Verzweiflung. Christus ist Mensch geworden. Gott ist da. Er bleibt bei uns Menschen an unserer Seite. Auch dort, wo wir es niemals vermutet würden, sogar in der Einsamkeit, sogar in der tiefsten Verzweiflung, sogar im Tod. Rot ist das Symbol für unsere elementarsten Bedürfnisse. Wir brauchen Nahrung, damit wir leben können. Und trotzdem leben wir nicht vom Brot allein. Genauso dringend wie Brot und Nahrung brauchen wir Aufmerksamkeit und Anerkennung, Liebe und Zuwendung, Ehrlichkeit und Treue, Worte und Gesten, die uns gut tun. Von Jesus Christus lernen wir, dass das Brot dazu da ist, um es mit anderen zu teilen. Unser ganzes Leben ist dazu da, dass wir es mit anderen teilen. Unsere Nahrung, unsere Reichtum, unsere Freundschaft, unsere Ehrlichkeit, unsere Freude und unseren Schmerz, unsere Achtsamkeit und unsere Liebe. Wo wir teilen, wo wir uns einander mitteilen, da wachsen die Menschlichkeit und das Vertrauen unter uns. Ein Symbol für das Bittere in unserem Leben, für das, was schwer ist und unverständlich, für das, was wir aushalten müssen in unserem Leben, aber auch in der Welt. Die Kelche erinnern uns an diese vielen sinnlosen Kriege. Sie erinnern uns daran, dass Menschen sterben müssen, weil andere an ihrer Gier ersticken. Sie erinnern uns daran, dass Menschen dazu neigen, ihre Versprechen zu brechen und daran, dass alles in unserem Leben vergänglich ist und daran, dass auch wir eines Tages sterben müssen. Christus war ein Mensch wie wir, ein Mensch aus Fleisch und Blut, verletzlich, schmerzempfindlich, sterblich, wie wir. Von Christus lernen wir, dass wir unsere Verletzlichkeit mit neuen Augen sehen dürfen, wenn wir auf das Kreuz schauen. Nicht nur Stärke und Macht und Kraft haben ihren Raum, sondern auch Einsamkeit, Verzweiflung, Mutlosigkeit, Ohnmacht und Frustration. Wir dürfen unsere Gottverlassenheit mitteilen, vor Gott und anderen Menschen ablegen, loswerden. Gerade dann öffnet sich vielleicht eine Tür zu einer ganz neuen Lebendigkeit. Also Wein und Saft, sind das Symbol für die Fülle des Lebens. Für das, was in unserem Leben gelingt, sprießt, blüht, gedeiht. Für alles, was wächst und lebt, was uns gut tut und Spaß macht,
Sie erinnern uns daran, dass Auferstehung mitten im Leben real werden kann, mitten im Leben und mitten im Sterben. Darum ist das Abendmahl ein Freudenfest, ein Miteinanderfest, ein Bestärktwerdenfest, ein Versöhnungsfest, ein Ermutigungsfest. Es will uns klar machen, dass Gott ganz intensiv und ganz nahe bei uns Menschen ist.
zum veränderten Leben auferstanden. Darum zünden wir diese Kerzen an, weil Jesus Christus für uns wie ein Licht ist, das uns den Weg durch Dunkelheit zeigt, und weil wir darauf vertrauen, dass unser Glaube an ihn stark genug ist, um auch uns wieder zum veränderten Leben zu ermutigen. Und weil wir darauf hoffen, dass er selbst uns Anteil am ewigen Leben bei Gott schenken wird. Gottes Wort macht unser Leben wertvoll. Es schenkt uns Hoffnung und es schenkt uns Orientierung. Gott, darum strecken wir uns dir mit all unserer Kraft entgegen. Da, wo wir es nicht können, bitten wir dich, komm uns entgegen. Beschenke uns mit deinem Heiligen Geist, damit er unseren Glauben weckt und durch dich zum Wachsen bringt. Amen. Awesome.
Der Herr uns aber spricht: Von meinem Tisch soll dir Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Gib ihm Vertrauen auf diese Verheißung. Amen. Sorgsam und allmächtiger Gott, du bist der Anfang und das Ende, der Atem, die Liebe, die Kraft, die uns zum Leben ruft, die Ewigkeit, und die wir uns entspannt und hoffnungsfroh fallen lassen dürfen, wenn wir sterben. Du umgibst uns von allen Seiten, dafür danken wir dir und dafür schenken wir dir unser Leben. Ich lade euch ein, in diese letzten Tage der Karwoche zu gehen, indem wir einander segnen und so zum schwungvollen, hoffnungsvollen Leben aufrichten. Ja. Amen. Okay.